willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir kümmern uns mal wieder um die RS4 Limo Motorenteile. Alles, was so notwendig war, um den Motor wieder auf Vordermann zu bringen. Ja. Und beim Zerlegen war uns aufgefallen, dass es auch mit dem oberen Kolbenbolzenlager genau, Probleme gibt. War mal richtig fertig. Ich habe mal die Messuhr, ich halte die mal rein. Und eigentlich müsste sie so anzeigen. Das ist ja quer, da ist ja keine Belastung. Und aber in der Belastung ist sie so viel Aufgang, 500stel Verschleiß. Die andere Seite auch 500stel. Die Pleuelbox hat sich ja richtig rausgedrückt unten. Deswegen machen wir die jetzt neu. Wir blenden auf jeden Fall gleich mal ein Foto ein, wo man das besser sieht. Das werden wir so mit der Kamera nicht eingefangen kriegen. Wodurch kommt das? Zu früher Zündung. Zu viel Leistung, zu viel Druck. Also auf jeden Fall eine Überlastung. Das ist definitiv eine Überlastung von allem. Kann das was irgendwie mit Schmierung oder Ähnlichem zu tun haben? Glaube ich jetzt eher weniger, weil wenn sich die Pleuelbox an der Seite schon rausdrückt, das Material, dann hilft sonst auch keine Schmierung mehr. Wenn hätte sie eher gefressen oder so? Ja. Wie sieht der Kolbenbolzen dazu aus? Der sieht okay aus. Die DLC-Beschichtung ist drauf. An ganz kleinen Punkten fängt es an, dass sie langsam verschleißt. Ungewöhnlich, hatten wir ja bei dem alten Votor nicht gehabt. Dementsprechend, man sieht richtig, der hat richtig Druck von oben bekommen. Und das heißt, Schmierung egal, einfach Leistung, zu viel. Ja. Was machen wir jetzt? Neue Pleuelbox rein. Ich habe hier schon... Und dann hoffen, dass es mit ein bisschen weniger Zündung vielleicht besser wird. Genau, ja. Ich habe hier schon mal 5 neue Pleuelbuchsen eingepresst. Das sind hier noch die Semi-Dinger. Die sehen noch von der Farbe ganz anders aus, weil sie eben noch im Rohzustand sind. Mhm. Und das Erste, was wir machen müssen, ist die Maschine einrichten auf die Länge. Ich grätsche schon mal zwischen. Was für Material ist das? Es ist eine Original-Pleuelbuchse von einem BMW M3, was wir dafür verwendet haben, in der Version noch. Es ist eine Mess, also die Oberfläche Messing. Das Graue ist nochmal so eine galvanische Schicht da drauf, aber auf einem Stahlrücken gewalzt. Das war mal ein Blech, wo zuerst Stahlblech genommen worden ist, dann wurde dieses Material draufgewalzt oder galvanisch aufgetragen und dann wurde aus dem Blech Streifen geschnitten und eine Büchse rausgemacht, weil da ist ja eine richtige Trennung. Kann man das so Pi mal Daumen mit einem Pleuellager vergleichen? Nein, komplett anders. Ein Pleuellager ist ja nicht rund, das ist ja oval, das Ding ist rund. Okay, viele werden sich bestimmt die Frage stellen, wie wird das Ding überhaupt geschmiert? Weil es gibt ja Pleuel mit einer Steigbohrung, dass der Öldruck richtig reingedrückt wird. Ja. In dem Fall aber nicht. In dem Fall nicht. Da spritzt so viel Öl in den Motor rum. Mhm. Deswegen auch am Kolben, da ist die Ölspritzdüse, die nach oben spritzt, die prallt ja, weil der Kolben verschluckt ja kein Öl. Das heißt, es muss ja irgendwie wieder runter. Mhm. Das heißt, kann dann hier oben drauf tropfen und dann noch dazu. Aber meiste Öl kommt rein, einfach durch die Bewegung immer hoch, runter, hoch, runter. Dann zieht sich das Öl sozusagen da rein. Und okay. Ich mache das Spiel ja auch größer, weil Original ist ja nur 5000stel. Ich mache 2500stel. Hat sich eigentlich gut bewährt. Das heißt, das ist aber jetzt auf jeden Fall ein Teil, wo wir uns was überlegen müssen, wenn es beim nächsten Motor wieder verschlissen ist. Genau, wobei du hast ja die alten Buchsen noch. Die waren ja einer der ersten Versionen. In den neuen Autoverdi-Pleuelstangen ist ja ein anderes Material drin. Ah, okay, verstehe. Ja, kann ich aber hier nicht einsetzen, weil das ein anderer Durchmesser ist. Das würde ich mal eben nicht hinbekommen. Wir machen ja noch was anderes. Gleich? Ja. Wollen wir das jetzt schon sagen oder wollen wir erstmal anfangen, das alte Lager raus? Ich richte zuerst die Maschine auf die Länge ein, dass der Abstand ja genau passend ist. Mhm. Dann nehmen wir den Block, bauen mit der Pleuelstange und einem Kolben, bauen wir einen Kolben ein, messen, wie viel der Kolben eventuell rausguckt, weil wir haben ja den Block jetzt das zweite Mal geplant. Und wenn der jetzt 1/10 rausguckt, dann verstellen wir die Maschine einfach 1/10 niedriger. Das macht die Pleuelbuchse mit. Jetzt kommt nämlich der interessante Teil, was ich mir auch nie vorstellen konnte, wie du es hinbekommst, dieses Lager exzentrisch zu machen, um es mal so rum zu formulieren, ne? Ja. Damit wir am Ende alle Zylinder wieder die gleiche Verdichtung haben, ne? Wie vorher. Ja. Siehst du gleich am Gerät. Können wir noch mehr machen? Mehr Verdichtung? Nein. Geht nicht. Schade. Also mehr würde nur gehen, wenn der Kolben anders sozusagen gestaltet,
Unterstand hat. Mhm. Wenn der keinen Unterstand hat, weil der Kolben darf nicht rausfahren, weil die RS4-Dichtung hat hier an der Seite 82,5 und das ist einfach viel zu eng, viel zu gefährlich, dass ein Kolben sozusagen so ganz leicht, wenn er rausfährt, es wird er warm und es wackelt ja auch ein bisschen, dass er das berührt. Deswegen gibt es das nicht. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Björn ist der Meinung, dadurch, dass wir den Block oben so viel geplant haben, könnte es sein, dass der Kolben jetzt oben raussteht, was er nicht darf. Und somit müssen wir eventuell das Lager ein bisschen tiefer setzen, dass wir dann wieder auf der gleichen Höhe sind. Genau, deswegen gehen wir jetzt rüber zum Pleuelbohrwerk. Okay, die Buchse kommt aber dann wie raus, die wird einfach rausgeschlagen, gepresst. Ja, so, so, ganz einfach. So, okay. Schlagen. Ich brauche deinen Finger hierfür noch, dann geht's einfacher. So, jetzt sind wir am Pleuelbohrwerk. Hier nehmen wir die Pleuelstange, spannen die ein. Hiermit kann ich das Pleuelauge unten verschieben, falls man sieht auf dem Video. Dann habe ich hier oben ein Rad für die Höhe, für hoch und runter. Da stellen wir gleich alles ein und zwar, wie immer, bei fast allem mit Messuhren. Dafür habe ich hier eine Messuhr, die sich auf der Welle dreht und der Taster geht gleich da dran und dann können wir es ausrichten. Jetzt sieht das vielleicht ein bisschen wild aus, was ich mache. Was finde ich alles für krasse Maschinen hier hast, ne? Das ist eigentlich Standard Motoreninstandsetzung. So. Die Höhe ist das Wichtigste. So, sind. Also du richtest das ja so aus, dass der Zeiger sich nach Möglichkeit nicht mehr bewegt. Genau. Ist ja nicht ganz möglich, weil wir Verschleiß haben. Aber das reicht schon, weil jeder kleine Strich ist 0,01 mm. Das reicht schon. Wir haben ihn jetzt soweit ausgerichtet. Und jetzt... Darf ich die nicht mehr anfassen? Genau. Weil grundsätzlich bei allen Maschinen bitte. Und jetzt nehmen wir die Pleuelstange, bauen sie den Block ein. Messen, wie viel es eventuell Überstand ist von Kolben und können das dann gleich hier an dem Rad verstellen und das dann anpassen. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir wieder mit den neu ausgebüxten hier wieder hin und bohren den Durchmesser passend. Mhm. Das System ist eigentlich wie am Zylinderbohrwerk das gleiche. Nur, dass die Messuhr hier so rüber schwenkt und drauf ist und ich muss sozusagen anbohren, messen und dann mit der Skala sozusagen zustellen. Weil so einen Absolutwert hat man nie, weil je nachdem, wie man das hier anzieht, ist es immer minimal anders. Und ich vermute, danach musst du auch die wiederholen. Nö. Wenn es gut läuft, dann ist das Maß unter... Jetzt hänge ich mir mal aus dem Fenster. Unter 2000stel Maßabweichung. Oh, okay. Das ist wenig. Ja. Und was würdest du sagen... Weißt du noch, wie viel Unter- oder Überstand wir letztes Mal hatten? Nein, das weiß bei deinem Motor nicht, weil wir immer so viel quatschen dabei. Ist das anders als andere Motoren, wo ich immer nach Listen und Tabellen gehe und das genau abarbeite und den rausholen könnte und sagen könnte, du, Philipp, der Motor hatte genau den Überstand vom Kolben. Ist das bei uns immer, irgendwie immer anders, weil wir immer so ich weiß noch, ich glaube, machen. Also als wir das letzte Mal das gemessen haben, ich weiß allerdings nicht mehr, welcher Motor das war, da waren das irgendwas so 3/10. Unterstand. Ja. Du hoffst doch nur, dass du was vom versetzen kannst, um mehr Verdichtung zu haben, damit er noch schneller kaputt ist. Ne? Also, ich mache den auf jeden Fall Unterstand. Nur so. Okay. Und wenn möglich, mache ich auf jeden Fall weniger Verdichtung. Möchtest du das also haben? Ja, so machen wir es. Außer ich stelle heimlich an der Maschine schon ein bisschen zu. Ab zum Block. So, Block haben wir. Provisorisch Kurbelwelle, Pleuel und Kolben eingebaut. Beim ersten Mal drehen kam eine Büchse hoch, habe ich wieder runtergedrückt. Das ist meine Aufgabe. Ja, das runterdrücken. Ja. Und jetzt können wir messen. Nehme ich die Messuhr. Damit messe ich den Kolbenüberstand. Muss ich nur treffen von dem Ganzen.
So. Siehst du? Knapp ein Zehntel. Ich drehe mal, das ist, wieso sich der Zeiger bewegt. Mhm. Knapp ein Zehntel, habe ich ja gesagt, wir müssen ungefähr ein Zehntel bis anderthalb Zehntel planen. Also versetzen wir jetzt die Pleuelbuchse um ein Zehntel und dann haben wir es wieder passend. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es vorher bündig war und jetzt durchs Planen guckt es ein Zehntel raus. Ja, okay. Das war mal eine Vermutung und jetzt haben wir es gemessen und auch so gesehen, dass es so ist. Mhm. Gut, können wir ausbauen. Bin ich ja mal gespannt. Und die anderen Büchsen bohren. So lassen geht nicht, weil die Quetschkante dann zu klein wird auch im Kopf. Ja, also ja, wenn der Kolben hier oben warm wird und sowieso wir das Problem haben, dass er sehr stark wächst da oben und dann hier eine Kopfdichtung dran kommt, das wäre relativ schlecht. Deswegen lieber ein bisschen tiefer stehen lassen, dass er bloß nicht dran kommt. Und du darfst nicht vergessen, im Betrieb ist natürlich auch noch das ein bisschen mehr in Bewegung. Der Kolben aus Aluminium dehnt sich ein bisschen stärker aus als der Block. Ich würde auf jeden Fall ein Zehntel die Pleuelstange kürzer machen. Das machen wir jetzt. Okay. Gut. So, du wolltest wissen, wie die Büchse rausgeht? So, Werkzeug. Da ist deine Büchse. Da siehst du einfach das Material. Mhm. Ja, die sind richtig so eierig gedrückt, ne? Wie man. Achso, ja. Wenn du so jetzt drauf guckst. Ja. Zeig mal die Kamera. Ich weiß nicht, ob wir das gefilmt kriegen so. Sieht man? Ja. Ah, sehr gut. Ja, also ihr seht, dass das hier richtig aus dem Pleuelchen rausgewandert ist, weil das so stark nach links und rechts verformt wurde. Und hier sieht man nochmal, was Björn meinte, dass das ein gewalztes Blech ist. Ja, so. Wie geht's weiter? Büchse einpressen, Bogen oben reinmachen, dann zum Pleuelbohrwerk gehen. So, Maschine eingestellt, jetzt bohren wir durch. Hier ist der Schneidstahl. Auf welches Maß brauchst du jetzt? Ungefähr 1-2 Zehntel vor Endmaß. Also. Wundern, ich wollte mal zweimal durch. So sagen, dass ich noch einmal so Leerdurchläufer habe, dass das Maß immer gleichmäßig ist. Jetzt Einstellring, Messuhr, 22 mm ist der Einstellring, stell sie auf 0, gehe hier rein, messe, dass ich noch 15 vor 0 bin, also 21,85 mm habe ich jetzt, wir brauchen mal 22,02, 03 mm, also stellen wir noch einmal 17 Hundertstel zu und gucken, ob es dann passt. Ne? Das heißt, im zweiten Durchgang willst du schon direkt auf Endmaß gehen. Ja, ja, und alle anderen werden sofort auf Endmaß gemacht. Hast du das gesehen? Ja, so ein bisschen. Die Uhr. Ist der da einfach nur drin geklemmt? Ja, einfach nur mit vorne, mit einer Imbusschraube, Martenschraube. Vorne hier ist der Stahl geklemmt. Jetzt habe ich ihn da hochgedreht
Die Skala müsst ihr ein bisschen ignorieren. Ich kann sozusagen nur sehen, ich habe da knapp 20 angefangen und habe so viel zugestellt. Ja. Zeug wieder ran. Wolltest du mal eine Maschine bedienen? Nee. Ach komm, jetzt einmal. Nicht mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt? Wenn dann nur du kannst den umlegen. Wenn dann nur die richtigen. Ja. So, dann mal messen, wo wir sind. Ja, da könnte noch ein ganz klein bisschen. Aber man muss ja vorsichtig zustellen, weil kleiner bohren ist immer schwieriger. Aber bei den nächsten Buchsen bohrst du dann direkt auf Endmaß. Genau, wenn die... Ich fahre dann nochmal ein zweites Mal durch, weil manchmal nimmt der dann noch ein ganz klein bisschen. Mal gucken, was er in dem Fall macht. Wenn nicht, muss ich noch mal einmal kurz zustellen. So, hol mal Kolbenbolzen. Ja. Ich habe leider gerade keinen 20er gefunden. Und? Fühl mal. Ja, so gar nicht so schlecht, oder? Ja, ein bisschen zu eng. Ne? Man hört es auch. Noch, ja, das ist, es ist jetzt maßlich 100. Spiel. Das reicht mir aber nicht. Das Geräusch wirst du wahrscheinlich anders auch haben. 100. Also, das, was ich hier zugestellt habe, war noch ein ganz klein bisschen zu wenig. Also nochmal die Uhr dran. 100. zustellen ist schwieriger als 10. zustellen. Es fühlt sich tatsächlich in seinem... Wie ist das Ding genannt? Messring? Nee. Einstellring. Einstellring? Fühlt sich das tatsächlich so ein Tucken. Ein bisschen weicher fühlt es sich an. Wie meinst du, weicher? Ja, also es geht ein bisschen einfacher. Der Einstellring, also der Kolbenbolzen, hat einen halben Hundertstel unter Null. Also 21,995 mm hat der Einstellring. Mhm. Ja, aber der Quatsch, der Kolbenbolzen. Und der Einstellring hat, kannst du ablesen? Ja, aber du wolltest doch. Achso, du bohrst nicht das Loch auf dieses gleiche Maß wie das Loch. Das war nur zum Einstellen. Das ist das ist der Einstellring. Mhm. Und jetzt muss man verrechnen. Der Kolbenbolzen hat 21,995 mm. Mhm. Diese Einstelluhr ist auf 22,00 und so ein paar kaputte. Und wir wollen aber 2,5 Hundertstel Spiel haben. Also muss ich 2 Hundertstel größer als der Einstellring machen. Gerade war die Uhr 1 Hundertstel größer. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Und jetzt so die Sache, 1 Hundertstel zustellen ist, manchmal schießt man über das Ziel hinaus, da passiert es eigentlich relativ oft, dass man auf einmal zu groß wird. Hört sich komisch an, ne? 1/10 rausbohren geht ganz exakt, 1 Hundertstel geht nicht. Zuerst will er nicht und dann auf einmal nimmt er zu viel. Und? Ja. Durch Boden? Ja, das würde gehen, natürlich. Da gebe ich dir vollkommen recht, das würde gehen. Aber wenn ich mir einmal die Mühe mache, das eingestellt, fertig eingestellt habe, dann brauche ich ja alle anderen nur noch einspannen, bohren, fertig. Das heißt, mit Pech drückst du einfach neue Buchse rein. Ja, weil die Dinger sind gegenüber die, das Spezialmaterial sind die relativ günstig. Das ist die Glyco.
Lager. Puh, ich glaube, was kostet die? 2 Euro, glaube ich, eine Füchse. Kann ich mal einstellen? So, jetzt habe ich 2 Hundertstel. Steck ihn rein. Und fühlt sich anders an? Also geht schon leichter. Also ich würde es nicht so testen. Ich würde es. Ich habe es getestet, indem ich natürlich ihn. Hört ihr das? Das war eben ein bisschen leiser. Somit fühle ich so ein bisschen das Spiel und das fühlt sich an wie 2,5 Hundertstel. Also passend. Das machen wir den anderen jetzt auch so. Da müsst ihr das Gerät nicht mehr einstellen, weil wir sind gerade fertig. Theoretisch könnten wir das Ganze jetzt wieder zusammenstecken, einbauen und nochmal nachmessen. Ja, aber das passt. Brauchen wir nicht, weil spätestens, wenn wir eh alles zusammen haben, werden wir es eh nochmal messen. Genau. Okay. Oh, fertig sind die Pleuelstangen, beziehungsweise eine. Die anderen 5 mache ich in Ruhe. Und das nächste Mal, wenn du kommst, können wir den Motor montieren. Muss noch irgendwas gemacht werden bis dahin? Ach, nur so ein paar Teile reinigen, Kupferringe wieder anpassen, Welle noch einmal, Elchspritzdüsen anpassen, wobei das passte ja alles. Eigentlich nur so Kleinigkeiten. So Welle einmal überpolieren und gucken, ob alles noch im Maß ist. Ja, und dann können wir uns treffen für die Montage. So, das war mal wieder ein bisschen Motorenbau aus Dortmund. Wir sehen uns beim nächsten Mal.